Hallo liebe Leute, heute habe ich einen Quick-Tipp für euch und zwar machen wir heute ein Dr. Oetker Puddingpulver selbst und besser, denn es ist erstens günstiger und zweitens habt ihr volle Kontrolle über die Zutaten, die ihr reingebt und drittens, ja, es ist einfach nur besser. Ja, und deswegen habe ich mir gedacht, das ist was für euch, ihr könnt das gerne abwandeln, ich mache heute Schokoladenpudding. Wenn ihr Vanillepudding macht, einfach Schokolade rauslassen, Vanilleschote mitkochen, vorher auskratzen, ja, oder wenn ihr zum Beispiel einen Orangenpudding machen wollt, einfach ein bisschen Orangenöl reingeben. Ja, und ich habe mir gedacht, das ist bestimmt was für euch, deswegen gibt es diesen Quick-Tipp. Lasst ein Abo hier auf YouTube und ein Like auf Facebook da, wenn es euch gefällt, und dann starten wir jetzt. Ich habe mich für Schokoladenpuddingpulver entschieden und ich werde das alles vermischen, und zwar in meinem Mixbehälter hier, weil es durch die Verwirbelung eine richtig schöne homogene Masse ergibt. Und ich gebe hier 50 Gramm an Zucker dazu. Und wir brauchen für das Rezept wirklich nur drei Zutaten. 50 Gramm Zucker, 40 Gramm Speisestärke und für ein richtig schokoladiges Ergebnis Kakaopulver, ungesüßt. Und davon geben wir 30 Gramm dazu. Jetzt verwirbeln wir das und das Pulver könnt ihr dann auf einem halben Liter heiße Milch oder Sojamilch oder Mandelmilch verwenden und habt ihr ein richtig, richtig schönes schokoladiges Ergebnis und ich sage euch, günstiger und 10-mal besser als das von Dr. Oetker. So sieht es jetzt aus. Die Stärke ist so ein ultra klebriges Zeug, das kennt ihr ja, das pappt ja überall an, das ist, weil es so fein ist. Und deswegen gehen wir jetzt noch einmal hier mit dem Spatula hin und werden das alles einmal nochmal frei machen, einmal durchrühren und noch einmal kurz aufwirbeln lassen. Und dann könnt ihr es in ein Glas geben und wenn ihr dann Puddingpulver kocht, dann rührt ihr einfach das alles in ein bisschen Milch an. Gebt dann die restliche Hitzemilch und habt dann ein richtig leckeres Pulver. Dann alles in ein Glas abfüllen. Nochmal ein bisschen an den Seiten gegenhauen, dass sich das Puddingpulver dann auch löst. Auch wenn das vielleicht ein bisschen viel für manche erscheinen mag, aber ich bin der Meinung, dass das ein sehr gutes Puddingpulver macht und wesentlich schokoladiger ist, weil ihr habt ja gesehen, dass wir in der Masse wieder reingegeben haben. Und einfach durchschütteln löst sich das wunderbar. Und das Tolle ist einfach nur hierbei, das ist einfach wirklich schön vermischt zu einer homogenen Masse. Das war es dann auch schon. Wenn ihr es mal nachgemacht habt, schreibt es in die Kommentare, schickt mir eure Fotos, wie immer freue ich mich drüber. Unter dem Hashtag natürlich Leica, zum Beispiel auf Instagram, und dann bin ich raus und sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder.